Grüß Gott zusammen. Die Magier von Montparnasse von Oliver Plaschka möchte ich euch heute ans Herz legen. Zumindest dann, wenn ihr auf fantastische Literatur steht, dabei aber intellektuell nicht unterfordert werden wollt. Ich finde, das Cover sieht sehr schön aus. Ihr könnt ja mal selber einen Blick drauf werfen. Darüber hinaus ist aber auch das Buch sehr gelungen. Es hat auch inhaltlich einiges zu bieten und auf den Inhalt komme ich jetzt kurz zu sprechen. Die Geschichte spielt 1926 in Paris an einem Varieté in Montparnasse. Der Bühnenzauberer Ravi und seine Assistentin Blanche geraten während eines Zauberkunststückes in Lebensgefahr. Und so ist Ravi gezwungen, echte Magie anzuwenden, um sich und seine Assistentin zu retten. Ja, ihr habt richtig gehört, echte Magie, denn Ravi ist tatsächlich ein Magier. Also er kann hat nicht nur diese Taschenspielertricks drauf, sondern er kann tatsächlich zaubern. Das wird in der Zaubererzunft aber gar nicht gern gesehen. Das ist nicht nur verpönt, sondern auch verboten. Und darum ist es so, dass Ravi fortan in einer Zeitschleife lebt. Von dieser Zeitschleife bekommen jedoch nur alle magischen Wesen etwas mit. Die normalen Menschen durchleben einfach immer wieder denselben Tag, ohne dass sie das tatsächlich merken. Es gibt da schon den einen oder anderen, der hat da so eine Art Déjà-vu, dem kommt da schon was komisch vor, aber nur magische Wesen wissen, ja, dieser Tag, es ist ein Sonntag, wiederholt sich ständig und ja, Ravi muss sich nun irgendwie aus dieser Zeitschleife befreien. Es gibt da schon den einen oder anderen, der hat da so eine Art Déjà-vu, dem kommt da schon was komisch vor, aber nur magische Wesen wissen, ja, dieser Tag, es ist ein Sonntag, wiederholt sich ständig und ja, Ravi muss sich nun irgendwie aus dieser Zeitschleife befreien. Tja, mit welchen Gegnern es Ravi nun zu tun bekommt, denn diese Magiervereinigung, die über alle Magier so wacht und die darauf aufpassen, dass niemand Magie anwendet, die hat das ja mitbekommen und die schickt nun einige ihrer stärksten Vertreter, um diese Sache zu klären. Und ob er es schafft, sich aus der Zeitschleife und Blanche aus dieser, ja, Traumstarre nenne ich das mal, denn Blanche ist am Schlafen die ganze Zeit seit diesem Tag. Das hat auch einen Grund, darauf möchte ich aber nicht weiter eingehen. Ob er das schafft aufzuklären, ob er sich aus der Zeitschleife befreit und Blanche aus dieser Traumstarre, das müsst ihr schon selber rausfinden. Ich gehe dann jetzt mal nicht weiter auf die Geschichte ein, sondern so ein bisschen auf den Aufbau des Buches. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, allerdings nicht aus der Ich-Perspektive einer einzigen Person, sondern aus der Perspektive von 7 Personen, und zwar die 7 Protagonisten des Buches. Jedes Kapitel trägt den Namen der Figur, aus dessen Perspektive gerade geschrieben wird. Das hat natürlich zur Folge, dass sich Situationen wiederholen, ganz klar. Denn es kommt nicht selten vor, dass eine Situation, eine Begebenheit aus mehreren Perspektiven beschrieben wird. Das wiederum hat zur Folge, dass natürlich nicht durchweg ein riesenhohes Tempo gehalten wird. Denn wenn ihr die Situation schon kennt, die eben immer nur aus einer anderen Perspektive beleuchtet wird, kann das den einen oder anderen von euch vielleicht langweilen. Oliver Plaschka nimmt sich definitiv Zeit für seine Figuren und auch für die Situation in diesem Buch. Mir gefällt das ja gut, das wisst ihr mittlerweile. Ich habe das schon in mehreren Rezensionen erwähnt. Immer wieder, wenn das in einem Buch Teil des Aufbaus war, wie beispielsweise, was fällt mir da ein, Stephen King, Die Arena. Da war es ähnlich, nicht ganz so viele Figuren wie hier, also aus der Ich-Perspektive, aber schon sehr ähnlich vom Aufbau her. Das gefällt mir sehr gut, mich spricht das an. Ob das was für euch ist, müsst ihr natürlich letztlich selber wissen. Ich möchte nun um Gottes Willen nicht sagen oder behaupten, dass das Buch langweilig ist, ganz und gar nicht. Aber wenn ihr gerne, ja, ich sag mal, von einer Action-Szene in die andere geratet, dann seid ihr höchstwahrscheinlich mit diesem Buch falsch beraten. Gegen Ende zieht Plaschka das Tempo dann aber doch nochmal ein bisschen an. Das Finale in den Katakomben von Paris ist richtig spannend, finde ich. Da ist das Tempo dann auch ziemlich hoch. Ja, und unterm Strich würde ich sagen, das Buch ist definitiv kein Snack für zwischendurch. Also wer auf leichte, schnelle und kurze Unterhaltung steht, der ist wahrscheinlich nicht ganz so gut beraten mit dem Buch. Ihr solltet euch für die Magier von Montparnasse Zeit nehmen. Und die Zeit hat das Buch auch verdient. Wenn ihr richtig eintaucht in diese Geschichte, fühlt ihr euch sicherlich sehr schnell wohl im Paris der 20er Jahre. Mir fiel es am Ende sogar so ein bisschen schwer, mich von den Figuren zu verabschieden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Und ich wünsche euch, dass es euch ganz ähnlich geht. Die Magier von Montparnasse, erschienen bei Klett-Cotta in der Hobbypresse von Oliver Plaschka. Meine Empfehlung habt ihr. Ich bin jetzt hier raus. Ihr seid im Bild und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Ciao.